Und jetzt pass mal auf, jetzt kommt's. Demjenigen, dem du die Aufmerksamkeit gibst, dem gibst du Wert. Und Wertschätzung ist Liebe. Du schaust in irgendeinem Video irgendwas über einen Politparasiten an, was der schon wieder gesagt hat und was der schon wieder gemacht hat. Diese deine Aufmerksamkeit ist Wertschätzung. Du wirst jetzt entgegnen, ich liebe diese Verbrecher doch nicht, ich verabscheue sie. Wenn du sie so verabscheust, warum gibst du ihnen dann Wert? Warum kannst du sie nicht einfach ignorieren, sondern gibst ihnen weiter dein Kostbarstes, nämlich deine Aufmerksamkeit? Fütterst sie einerseits und empfängst einen Dreckbatzen nach dem anderen von ihnen in dein subtiles Energiesystem hinein und dann wunderst du, dass du müde bist, dass dir irgendwie nicht gut geht. Da musst du selber mal fragen, wen oder was liebst du denn? Weil Liebe ist Wertschätzung, die du dem dreckigen Parasiten über deine Aufmerksamkeit gibst. Da wunderst du, dass du krank bist? Und wenn du immer noch mit Narzissten zu tun hast, in deinem inneren Kreis, wie kannst du jemanden wertschätzen, der dich absichtlich immer wieder und immer wieder verletzt? Wie geht denn das? Das geht doch nicht. Das geht deswegen, weil der Mensch nie gelernt hat, sich selber wertzuschätzen. Alles, was wir gelernt haben, ist, dass wir gar nichts wert sind. Und das hat uns die verkehrte Welt eingetrichtert. Und wer ist nichts wert? Ein Sklave ist nichts wert. Und du hast ihre Feindschaft gegen dich übernommen und dein ganzes Leben lang an dir selber weiter ausgeführt. Sobald du das aber erkannt hast, ist Schluss. Narzissten wollen immer dein Mitgefühl haben, aber selber, wenn du sie brauchst, haben sie keins für dich. Wenn du den Leuten Mitgefühl gibst, wirst du von den Narzissten zerstört. Du musst aufhören, die Parasiten wertzuschätzen. Du musst aufhören, den Narzissten irgendeine Beachtung zu schenken. Und aufhören, den Leuten Wertschätzung zu geben, die dir nicht dieselbe zurückgeben. Wer mir gegenüber keine Wertschätzung zeigt, warum soll ich dem die meinige geben? Wenn dir dein Selbst aber wirklich was wert ist, dann schätzt du aber noch mehrere Sachen in deinem Leben hoch ein. Als allererstes natürlich die Aufmerksamkeit. Die gilt es zu meistern, sodass die nur dahin geht, wo du sie hingibst, ganz bewusst und absichtlich. Zweitens, deine Zeit. Wem oder was gibst du deine Zeit? Und warum? Jede Begegnung mit einem Narzissten, ach, es reicht schon ein Gedanke an einen Narzissten, ist verlorene Zeit. Die stehlen dir deine Zeit. Und ja, auch das ist Absicht. Und hinterher fragst dich vielleicht, mit welchem Schwachsinn habe ich meine Zeit vertan? Die Zeit ist dir gegeben, ganz alleine nur für dich. Deine Zeit gehört dir, die ist nur für dich. Drittens, deine Aktivität. Womit füllst du deine Zeit? Und viertens, dein Körper. Wertschätzung für deinen Körper. Fünftens, dein Mitgefühl. Mitgefühl ist dir von Gott gegeben, aber nur für dich selbst. Du sollst Mitgefühl mit deinem Selbst haben, nicht mit fremden Leuten. Die können ihr eigenes Mitgefühl entwickeln. Warum wollen die meins haben? Oder warum will jemand meine Aufmerksamkeit haben? Er hat doch seine eigene. Warum will jemand meine Wertschätzung haben? Der kann sich doch selber wertschätzen. Verstehst? Das sind alles die Tricks der Narzissten, um in dein Gefühl zu kommen.
Du brauchst dem anderen eigentlich nichts zu geben, weil er das alles selber hat oder eigentlich haben sollte. Aber wenn's einer nicht hat und meint, du müsstest ihm dabei helfen, seinen eigenen Wert zu entwickeln, dann ist er eh schon alles spät. Der nutzt dich doch nur aus. Weil das ist jedem seine eigene Sache. Das ist deine eigene Aufgabe, jeder für sich. Und diejenigen, die dir erzählen, aber du musst doch jeden lieben, du musst doch gut zu jedem sein und freundlich und hilfsbereit. Und du musst den Leuten ein Lächeln schenken, dann erleuchtest du ihren Tag und du bringst Licht in die Welt. Und was gibt's da noch alles? Ach ja, jetzt treten wir in das Zeitalter des Gebens ein. Das Zeitalter des Miteinanderteilens. Und deswegen gibst du mir jetzt das und das, was ich von dir verlange, weil sonst bist du ein schlechter Mensch. Ja, tatsächlich selber erlebt. Das sind die Parasiten, die angelächelt werden wollen, sprich deine Aufmerksamkeit haben wollen, deine Wertschätzung. Und wenn du es ihnen nicht gibst, dann bist du der Bäse. Das muss aufhören. Und zum Schluss kommst drauf, die gesamte verkehrte Welt ist ja drauf angelegt, dass du Liebe niemals begreifen und finden kannst. Ach, was findest du da Sachen bei der Geldmaschine in der Esoterikabteilung? Finde deinen Selbstwert. Liebe dich selbst. Ja, was bedeutet das? Echt, ich konnte damit noch nie was anfangen. Das sind nur Etiketten der Esoterik, mehr ist es nicht. Leeres Geschwafel. Da kannst du nichts anfangen damit, weil du denkst, Liebe wäre ein Gefühl. Also ich konnte nie was damit anfangen, einfach weil Liebe kein Gefühl ist. Es geht nicht ums Liebe dich selbst, das führt dich nämlich ins Ego, sondern Liebe dein Selbst, dieses göttliche Selbst in dir, das von Papa und Mama Gott geschaffen wurde. Dieses gilt's zu erkennen und alle seine Qualitäten, die Papa da mit hineingelegt hat, die in dir angelegt sind, wertzuschätzen. Das ist die Liebe zum Selbst. Dann kommen wir zur großen Liebe, nämlich die Liebe zum anderen Menschen. Die wenigsten von uns haben Liebe tatsächlich erlebt, in ihrer tatsächlichen, echten Form und Bedeutung. Und diese Liebe geht dann über den Tod hinaus. Die Liebe vereint uns im Schöpfer, der die Seelen von Anfang an füreinander geschaffen hat. Und ich denke, im Leben gibt's eigentlich nur einen einzigen oder eine einzige. Die trifft man früher oder später. Und aus dieser Hochschätzung, aus dieser Hochachtung, daraus entsteht dieses große Gefühl. Dieses Gefühl, das alle Liebe nennen, welches in Wirklichkeit aber erst aus der Wertschätzung entstanden ist. Weil wenn Liebe ein Gefühl wäre, dann wäre das doch eine bisher wobblige Grundlage für eine Ehe, oder? Gefühle ändern sich schnell und Gefühle sind so leicht zu manipulieren. Das siehst oft, wie wehrlos die Männer gegen diese Narzisstinnen sind, besonders wenn der Mann noch jung ist. Narzisstinnen wissen ganz genau, wie sie den Mann systematisch und ganz gezielt in ein bestimmtes Gefühl hineintreiben. Aber was der Mann oft nicht bedenkt, ein Gefühl kann keine Basis für eine Ehe sein. Nur die gegenseitige, allerhöchste Wertschätzung ist es. Man kann viele Menschen wirklich wertschätzen. Aber diese absolut höchste Wertschätzung, die gibt's glaube ich nur einmal
Und darüber gibt's nur noch die für Papa und Mama Gott. Die sind natürlich am allermeisten wert. Und wenn sich zwei Menschen treffen, die absolut voll der Wertschätzung für ihr eigenes Selbst sind, dann kann daraus eine große Liebe entstehen, weil keiner vom anderen irgendwas braucht, keiner vom anderen irgendwas nehmen will, weil er ja alles selber hat in sich. Keiner muss sie irgendwas ausdenken, Spielchen oder Manöver, um die Aufmerksamkeit des anderen auf sich zu ziehen, weil er eigentlich nichts vom anderen braucht, weil er alles in sich selber hat. Und so kann eine Liebe erst ins Fließen kommen. Und so kann sie auch bestehen bleiben. Das ist genau das Gegenteil von dieser Bedürftigkeit, diese Suche nach Liebe im Außen. Die wahre große Liebe ist erst möglich, wenn der Mensch die eigene Wertschätzung für das eigene Selbst hat. Und dieses Selbst, diese Seele, die du bist, das als allererstes und allerwichtigstes wertzuschätzen, das ist die allerhöchste Form der Liebe. Nochmal, dieses Selbst, das Papa und Mama Gott geschaffen haben, das so ein Wunder ist, das als erstes und über alles wertzuschätzen, und diesem Selbst mit allen Qualitäten, die da drin reingelegt wurden, als Allerhöchstes in deinem Leben anzusehen und anzuerkennen. Das ist die allerhöchste Form der Liebe. In diesem Sinne, denk drüber nach und dann gib dir deine ganze Wertschätzung, deinem Selbst. Alles Liebe von mir zu dir.